Wir sind zwar schwer zu finden, aber wer uns einmal findet, findet uns gut. Nur als Gastgeber sollte Tim da nichts aus den Augen verlieren. Wir haben beim Hirschstatter eine Komponente vergessen. Kann man jetzt nichts mehr machen, ist passiert. Ziegenfrischkäse fehlt, oder was? Nicht euer Ernst. Muss er sich auf noch mehr gefasst machen? Im Fleisch finde ich auch ein Tick zu trocken. Also ich weiß nicht, da sehe ich nicht eine furztrockene Stelle. Hallöche Wiesbaden, wir haben noch Appetit. Seit Montag führt Mehdi mit 34 Punkten. Am Ende von Tag 3 will Tim mit seinen Gerichten an die Spitze. Das Restaurant Kellerskopf liegt auf einem Berg. Passt ja, schließlich ist Bergfest. Es ist Mittwoch, Leute. Tim ist dran. Schau mal, jetzt sind wir wirklich über den Dächern von Wiesbaden, ne? Wir kommen immer näher an die City ran. So. Tim, ein gelernter Koch, übrigens hat seine Reise als Koch, so was man so klassisch hört, gemacht, überall in verschiedenen Städten, unter anderem in Wien, Steirereck. Also das ist richtig, richtig gut. Und hat hier vor 7 Jahren den Kellerskopf übernommen. Ne? Auf jeden Fall ist das mal eine wunderschöne Location an einem wunderschönen Ort. Also wer Fantasie hat, schönes Wetter denken und schon sind wir da. Für hochwertige Speisen im höher gelegenen Lokal ist dieser Herr verantwortlich. Mein Name ist Tim Gassauer, ich bin hier der Inhaber und auch der Küchenchef gleichzeitig. Ja, Kellerskopf, was ist das? Das ist der Berg im Prinzip, auf dem auf der Spitze oben unser Restaurant thront. Und dementsprechend ist auch unser Restaurant vom Namen her nach dem Berg benannt, nach dem Berg Kellerskopf. Und so kam es dann zu Restaurant Kellerskopf hier oben. Ja, super, super. Wo das Ding da liegt, das ist ja ein Hammer. Alle paar Monate präsentiert Tim seinen Gästen eine neue Karte. Was gibt's so? Ich glaube, der Begriff Crossover-Küche passt ganz gut bei uns, weil wir aktuell auch was Asiatisches auf der Karte haben. Wir haben viele Wildgerichte, weil wir mitten im Wald sind. Wir haben viele Pasta-Gerichte, weil wir alle in der Küche gern Pasta essen. Wir probieren auch immer wieder neue Dinge aus, was den Köchen halt gefällt oder sie interessiert, weil ich ein sehr junges Team habe. Und dann versuchen wir das immer umzusetzen. Ich habe viel bei Franzosen gearbeitet. Und dementsprechend fließt da echt bei uns fast alles mit in die Karte ein, was, wo wir gerade Lust drauf haben, was den Gästen schmeckt. Ist das der, hoffentlich kein Verhungerturm oder sowas? Hi. Ist Mike. Nadja. Und du bist dann die Partnerin, oder, Schätze? So ist es. Ja, ja. Perfekt. Was habt ihr euch denn da für ein schönes Fleckchen ausgesucht? Hä? Ja, war gut gemacht. Ja, da geht die Tür automatisch auf. Ja. Ist da wahr? Ist da wer? Na, hoffentlich. Habt ihr da viel gemacht? Ach, schau, Chef, gell? Hey, das ist er. Ja, hi, freut mich. Tolle Location, sage ich gerade. Ne? Dankeschön, herzlich willkommen. Ja, danke, danke. Boah, schön, schön. Ne? Bisschen was Altes, was Neues und so. Das ist, man wagt sich da schon, so einen leichten Stilbruch reinzubringen. Hat aber auch noch einen ganz alten Gastraum, hier vorne zumindest. Gefällt mir gut. Man sieht auch, dass sie stetig investieren. Man kann nämlich nicht so ein Haus von heute auf morgen mal eben schnell mal so eine halbe Mille reinschieben. Die kriegen wir Gastronomen von keiner Bank nämlich. Und deswegen sieht das für mich nach einem gesunden Wachstum aus. Wie ist die Geschichte, dein Werdegang? Also du bist Kollege, bist Koch. Ich weiß, Steirereck, aber mehrere Stationen im Ausland gehabt oder wie? Nee, im Ausland war ich jetzt nur in Österreich gewesen. Okay. Und ansonsten war ich hier in Deutschland halt unterwegs in verschiedenen Sterne-Läden. Mhm. Genau. Und ist das auch das Ziel, hier Sterne zu kochen? Oder soll es eine Mischung zwischen schon die Qualität aus der Sterne-Gastronomie ein bisschen gehobener, aber vielleicht nicht total abgehoben, sage ich jetzt mal? So ist es auch, so soll es auch sein, ja. Ja, verspricht so ein bisschen schon wieder eine Spitzenküche, ne? Die tatsächliche Küche ist etwa stolze 70 Quadratmeter groß. Hallo, servus. Hi. Wen habe ich da? Anselm. Anselm. Oh, ich mache eine große Runde. Bleib gut da. Oh. Schöner Arbeitsplatz, Tim. Ja. Schöner Arbeitsplatz. Gefällt's dir? Ja, ich mag Küche, wo Platz ist. Gibt's Pasta oder was? Wir machen heute Pasta. Ich bereite gerade schon den Teig vor für unsere gefüllten Tortelloni. Aha. Mit einer schönen Pfefferlingsfüllung. Und bei uns sind die Zeiten rum vom Handkurbeln. Mhm. Das haben wir die ersten 2 Jahre gemacht und dann lief Pasta bei uns so gut. Okay. Dass wir uns noch was gegönnt haben. Also ganz normales Weizenmehl oder was haben wir da für ein Teig? Hartweizengrieß. Hartweizengrieß, okay, deswegen. Okay.
Und andere Weizen. Hälfte ist normales 405er. Okay, alles klar. Genau. Und in der Karte steht das als welches Gericht, was ich esse? Das ist das Duo vom Wild. Okay, alles klar. Das heißt zwei verschiedene Wildsachen, oder? Genau, wir haben einmal ein Wildschweinbraten, den wir schmoren. Okay. Und einmal Hirschmedaillons, die wir halt kurz braten. Okay, dann die Pasta, also Als Beilage. Als Beilage, cool. Genau. Dann gibt es noch Flower Sprouts. Okay, oh, die ist schön. Das Gemüse. Ja, genau. Die sind ja noch nicht so etabliert, ne? Mit denen kann man schon nochmal... Noch nicht so bekannt. Das hört sich super an. Also ich mag solche Kombinationen auch. Es passt jetzt auch zum Haus eben mit dem Wildgericht. Und ich werde das hier sicherlich sehr, sehr klassisch erleben. Anselm püriert zunächst die Steinpilze. Mit denen werden dann die Tortelloni gefüllt. Ich glaube, Anselm hat drüben schon angefangen mit der ersten Fleischkomponente. Okay, darf ich da mal schauen, was ihr da habt, oder? Natürlich. Also dann lassen wir das kurz mal da. Da schneiden wir jetzt die Medaillons raus. Okay. Das ist Wildschwein haben wir einmal gesagt, gell? Ja, als genau. Geschmort, glaube ich, genau. Oder? Und Kurzbratstück ist vom Hirsch. Genau, und dann nehmen wir die Hirschoberschale und da schneiden wir dann die Medaillons raus. Okay. Was ich schön finde, Anselm, dass ihr nicht... Klassisch, wenn man Medaillon hört, denkt man immer an Filet oder Rücken. Oder Rücken. Ja. Nein, also von daher finde ich das besonders schön, weil das ist so zart, das kann man nämlich genauso kurz braten. Mhm. Ne? Deswegen nehmen wir okay. Ja, und es ist wirtschaftlich interessant für den Gast, weil ich da besser kalkulieren kann als Unternehmer. Also super. So, jetzt zeige ich dir mal unsere Flower Sprouts. Das ist ja insofern, ich liebe das Zeug. Das ist eine Kreuzung zwischen Rosenkohl und Grünkohl, ne? Genau. Vom Geschmack her eher wie Rosenkohl, ein bisschen lieblicher. Herrlich. Optisch auch so schön. Ich finde es auch genial. Mega. Du blanchierst sie aber nur und schwenkst sie an, oder? Genau. Wir blanchieren die jetzt 3 Minuten, dann direkt ins Eiswasser. Ja. Und dann machen wir noch eine Glasage mit Eschalotten und Butter. Und darin werden die dann angezogen. Okay. Eine Glasage ist ein schönes Wort. Ja. Ich glaube, da fragen sich jetzt viele, die die Sendung sehen, was meint er denn? Das ist einfach wirklich nur schöne Schalotten. Kann man das noch zeigen? Hast du nicht Zeit währenddessen? Oder? Ja, klar, können wir drüber. Komm, hau rein. Dann haben wir mal was Neues. Mit einer Glasage lassen sich viele verschiedene Zutaten in der Pfanne mit einer Glasur überziehen. Und sobald die gedünstet sind, geben wir die doppelte oder dreifache Menge an Butter dazu. Das kommt dann alles in den Thermomix. Dann machen wir da eine schöne Creme draus. Wenn man so ein Gerät zu Hause nicht hat, würde dann so ein Zauberstab auch gehen? Würde auch gehen. Aber wird nicht so cremig, so glatt. Was wären viele Küchen Deutschlands nur ohne so manches Helferlein? Es kriegt eine schöne Emulsion, es wird schön cremig. Und das nehmen für sämtliche Gemüse und dann legt sich so ein schöner Butterfilm um das Gemüse. Voll mit Geschmack, ja. Genau. Jetzt kommt ein kleines Schluck Wässersche rauf, gell? Kriegt dann nämlich wieder Bindung, weil Fett trennt sich ja gerne, gell? Genau, dass wir unsere Emulsion wieder fangen. Genau, aber das kriegen wir hin, da ist Fleisch, da schupfen wir durch. Ich würde sagen, ich gehe zu deiner... Freundin, oder? Dann können wir in Ruhe anrichten. Ja. Der Profi kann dafür im Anschluss in Ruhe seinen Teller genießen. Schön, Branding habt ihr auch überall drauf. Ne? Also so, vorsichtig. Oh, jawohl. Hey. Oh, der Herr. Bitte schön. Oh, danke schön, danke schön. Einmal das Duo vom Wild. Oh, schick. Ne? Sehr, sehr traditionell, klassisch gehalten. Nicht so viele bunte Komponenten, wie wir das zum Teil diese Tage schon erlebt haben. Der konzentriert sich wirklich aufs Wesentliche. Und Mike, wie immer, auf das Gericht. Super Pasta. Schöner Biss, auf den Punkt gekocht. Schöne Füllung. Kannst du abwandeln, bis der Arzt kommt. Ne? Das ist halt das Schöne. Ne? Ich meine die Füllung der Pasta. Ne? Kannst du saisonal mit Gemüse arbeiten, du kannst mit Fisch was machen, du kannst sie vegetarisch füllen. Also geht immer. Passt natürlich jetzt wirklich sehr gut zu dem Wild. Ne? Top gebraten, schön... Auf den Punkt, würde ich jetzt sagen. Also top. Schön geschmort, rutscht schön auseinander. Dann haben wir ein geiles Süßchen. Für mich könnte es noch kräftiger sein. Ich brauche noch mehr ein, so ein bisschen mehr ein okay. Ins Gesicht. Macht aber nichts. Dann die Flower Sprout. Yeah. Top gegart. Und einfach genau mit dieser Glasage, dieser Ummantelung von dieser Butter, dieser leichten Schalottenaromatik. Nichts ändern für den Wettkampf. Aber, ich sage euch gleich, das habe ich bis jetzt 3-mal gesagt,
Es ist Mittwoch. Drei Gerichte, die nicht zu verbessern waren. Also, wiegt euch nicht in Sicherheit. ich bin aber nicht kräftig auf der Suche nach irgendwelchen Fehlern oder so. Ich will nur sagen, also meine Aromatik wäre hier stärker. Aber das ist mein persönliches Empfinden. Ja, Mike hat gesagt, er wollte ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Kraft in der Soße. Kann ich nachvollziehen, aber wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie für jeden so den Geschmack treffen. Der eine mag es ein bisschen intensiver, der andere ein bisschen weniger. Und gerade weil es halt ein Wildgericht war, haben wir gesagt, da fahren wir ein bisschen runter, weil der Wildgeschmack doch sehr intensiv wird, wenn man die Soße weiter einreduziert. Ja, ja, muss man auch ein bisschen weiterdenken wie ich, ne? Mit welchem Fazit steigst du nun ins Tal? Ja, Wahnsinn, ne? Wisst ihr was? Ich liebe solche Gerichte, wo man was Kurzgebratenes und was Geschmortes hat. Das ist das eine. Super zubereitet, viel Handwerk übrigens. Handwerk trifft BWL. Das ist wirtschaftlich total interessant. So edel und fein gekocht, aber eben nicht mit den Edelteilen wie Rücken oder Filet. Faszinierend. Ich mag es ein bisschen kräftiger, habe ich auch da gelassen. Aber wenn man diesen Job hat, den ich habe, dann muss man sagen, handwerklich, kein Fehler, lecker war's. Ich kann nichts dafür, dass ich gerne ein bisschen kräftiger esse. Also, spannend, die ganze Woche bis jetzt. Spannend.